Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play XCOM Enemy Within beim nächsten UFO-Absturz. Wir haben das Team letztes Mal schon zusammengestellt. Die üblichen Verdächtigen sind mit dabei, unter anderem Roland, Linux, Naundorf und Michael. Und als Rekrutin nehmen wir, wie heißt sie? Marie mit, Marie Beckers. So, auf zum UFO! Zum Einsatz, Stryker. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Das UFO ist in ein dicht besiedeltes Stadtgebiet gestürzt. Wir müssen hin und das Gebiet sichern, bevor eine Panik ausbricht. Hauptquartier bitte melden. Big Sky hat die äußere Markierung erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet Ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis, feindliche Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. So, das ist eine der zwei neuen Absturzstellen, die direkt mitten in einem Stadtgebiet stattfinden. Das war einer der Kritikpunkte, die es am Basisspiel gegeben hat, dass keine Absturzstellen irgendwie in der Stadt stattfinden und die immer nur am Land abstürzen. Das fanden viele Spieler weniger realistisch. Wir haben hier vor uns einen Gebäudekomplex mit zweieinhalb Stockwerken, also eigentlich dieses Mittelstockwerk, wo die Treppe oder wo die Rampe hier kurze Pause macht, zählt nicht, weil da gibt es keine anderen Flächen. Also es gibt ein oberes Stockwerk und ein unteres. Unten hat man relativ verhältnismäßig viel hohe Deckung auch, also aber am Anfang im ersten Raum eher nur halbe Deckung, während oben hat man fast gar keine Deckung und nur halbe Deckung. Allerdings sieht man dann sehr gut runter. Wir werden versuchen, das auszunutzen. Aber als allererstes müssen wir schauen, dass wir unseren Sniper in Position bringen, weil von hier sieht er natürlich gar nichts, außer da vielleicht und da vielleicht etwas. Und den ersten Feindkontakt haben wir wahrscheinlich hier irgendwo. Da hinten, also meistens im Unterstockwerk. Oben, soweit ich mitbekommen habe, außer in irgendwelchen Mods, haben wir nie Kontakt. Das heißt, man kann raufgehen, ohne irgendwie sich großartig fürchten zu müssen. Kann natürlich auch sein, dass ich falsch liege, aber... So. Die Frage ist nur, wo stellen wir unseren Sniper hin? Stellen wir mal hierher. Da sehen wir schon, dass er meldet. Dann machen wir unsere Feldpostenfalle mit dem Sniper. Dann geht es auch schon weiter. Wir haben dieses Mal zwei schwere Angriffseinheiten. Einen Unterstützer, einen Sniper und einen Rekruten mit. Das ist... Unsere beiden Stürmer sind leider verletzt. Wie wir letztes Mal mitbekommen haben. Bei der Chaos-Mission. Und das heißt, wir müssen es irgendwie so durchschlagen. Ich hätte vielleicht Linux auch dieses Abzeichen geben können mit mehr Verteidigung und Deckung. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen. Hat sie es vielleicht? Ah ja, sie hat sie. Okay, passt. Dann werden wir sie runterstellen. Frage nur, wohin genau? Ich will sie nicht so weit nach vorne stellen, weil da habe ich dann sicher Kontakt und kann nicht mehr allzu viel helfen. Entweder stecke ich sie hierher oder hierher. Ich stelle sie wahrscheinlich hierher. Ich stelle sie hierher deswegen, weil... Da dachte ich mir fast. Erstens haben wir hier gleich Feindkontakt. Ja, dann kommen wir hier den Reflexschuss, weil wir schon Feldposten gemacht haben. Geht natürlich wieder konkret daneben. Macht nichts. Wir haben noch einige Chancen hier. Drei. Schauen wir mal, ob wir hier überhaupt... Ja, also wir könnten den auf jeden Fall mit der Rakete belangen. Sollte es notwendig sein. Wir werden auch anfangen, unseren Rekruten hier raufzustellen. Ich hoffe, sie sehen sie dann nicht. Ich glaube, so weit vorne, nach vorne kommen sie gar nie. Das ist zwar ein ziemlich hohes Risiko jetzt, aber dann könnte ich vielleicht in der nächsten Runde von oben mithelfen. Also sie hat zwei Bewegungen gemacht, das heißt, die kann nichts mehr machen in dieser Runde. Jetzt bleibt mir nichts an, nicht mehr viel anderes über, als hierher zu gehen. Wo stelle ich ihn hin?
will auf jeden Fall hier meinen, also Michael so aufstellen, dass ich einen Reflexschuss gegebenenfalls abgeben könnte. Ich werde wahrscheinlich hier 47. Eigentlich hatte ich geplant, die hohe Deckung hier zu verwenden, aber ist ja mal egal. Schauen wir mal, was wir hier alles anrichten können. Gut, 56 ist nicht allzu viel. Auch 47 ist nicht viel. Allerdings sieht uns der sowieso, das heißt, wir werden mit Michael einen Schuss abgeben. Sehr schön. Und da wir gerade getroffen haben, schauen wir mal, wie viel das wir mit der Pistole haben. Wahrscheinlich genauso viel. Ja. Dadurch, dass wir getroffen haben, zahlt es sich vielleicht aus, hier nicht die Rauchgranate zu verwenden, sondern mit der Pistole nachzusetzen. 56 ist jetzt nicht die beste Chance. Deswegen lassen wir das mal. Wir werden uns hinter dem Rauch verstecken, weil es sind hier alle in niedriger Deckung, also in halber Deckung. Da ist die Chance, dass man getroffen wird, doch schon sehr hoch. Zumindest höher als sonst. Ja, das war ja klar. Aber das ist ganz gut, weil da kann unser Rookie vielleicht dann helfen. Oh. Okay. Okay, super. Das ist okay. Das ist nicht okay. Sind das Sektoiden oder? Ja, okay. Sektoiden sind jetzt nicht so tragisch. Die können wir eine Runde wahrscheinlich alleine lassen, ohne dass sie uns gleich in den Rücken fallen. So, was haben wir hier Schönes? Pass auf, was machen wir hier? Können wir hier irgendwie in Deckung gehen, dass wir auch von den Sektoiden dann später geschützt sind? Und auch noch, wenn wir hier gehen. Okay. Oder ich löse das anders. Kannst du denn überhaupt schießen? Okay. Wir probieren das mal so. Vielleicht trifft er ja dieses Mal. Nein. Manchmal sieht man schon an der Richtung, in die Waffe gehalten wird, ob getroffen wird oder nicht. So, dann werden wir auf jeden Fall eine Rakete verbrauchen dieses Mal. Ja, machen wir es so. Die Deckung auf der linken Seite brauche ich sowieso nicht. Wobei ich sollte ziemlich... Das ist egal. Wenn ich mit der Rakete jetzt nicht treffe, was auch sein kann, weil ich habe nur 90% Trefferwahrscheinlichkeit, wäre es auch nicht so tragisch gewesen. So, jetzt werden wir den Rookie dazu verwenden, um... Nein? Was? Wieso? Wieso sehe ich den nicht? Alter Scheiße. Okay. Das ist jetzt sehr unangenehm, weil ich den nicht treffen kann. Und hier überall nur halbe Deckung ist. Das ist super unangenehm. Okay, wir müssen es mal riskieren. 61%, jawohl. Das heißt, wir können uns theoretisch auch schon auf die nächste Bedrohung vorbereiten. Ich komme hier irgendwie nicht zu der Deckung. Das ist sehr blöd. Okay, wo werden die herkommen? Die werden wahrscheinlich hier kommen. Dann stelle ich mich mal hierher. Es war ziemlich blöd, dass ich mit der Rekrutin hier jetzt nicht ordentlich mit eingreifen konnte in den Kampf. Wir werden uns da schon probieren, vorzubereiten aufs Flankieren. Ja, die werden jetzt dann durch die beiden Eingänge entweder hier oder hier wahrscheinlich durchströmen. Sehr schön. Jetzt habe ich noch eine Minute Zeit oder eine Runde Zeit, da mich aufzubauen.
Wir wollen auf jeden Fall unsere Falle wieder aufbauen. Wobei, ich kann mich sowieso nirgends hinstellen, wo es besser funktioniert als hier, glaube ich. Ah, hier könnte ich. Nicht vergessen, durch Truppsicht ist er jetzt, Roland kann überall dorthin schießen, wo er selbst quasi Sichtlinie hat und wo noch verbündete Einheiten quasi direkt in Reichweite des Gegners sind oder in Sichtreichweite des Gegners sind. Ja, hier haben wir das Stadtkampfzeichen. Sehr schön. Ist wahrscheinlich etwas gefährlich hierher zu gehen, deswegen werde ich es die Runde wahrscheinlich noch nicht machen. Das Meld können wir wahrscheinlich abschreiben. Dann probieren wir mit Michael mal. Ah, 27 ist echt zu wenig. 30 ist noch viel schlechter. Komme ich da hin? Nein. Okay, dann wird Michael mal nachladen. Wenn, dann schießt er sowieso auf Linux. Linux ist das, ne? Ja, nein, Naundorf, Entschuldigung. Komm ich da irgendwie. Idealerweise komme ich da vorne auf dieses Feld hier. Da hätte ich sehr gute Ausgangschancen dann. Aber unsere Rekrutin ist noch etwas zu langsam dafür. Deswegen werden wir sie nur zur Sicherheit mal hier stellen, weil hier ist eine Treppe, es könnte sein, dass die hier raufkommen. Sollten wir nicht genau, aber sie brauchen glaube ich zwei Bewegungsfelder dafür, also außerdem haben sie sowieso Ziele, die sie anschießen können. Es ist sehr, die Chance ist sehr gering, dass sie hier raufkommen. Auch das ist verhältnismäßig gefährlich, allerdings bringt mir das Folgendes. Und zwar, wenn die rausstürmen jetzt wirklich, dann hat Linux von da eine sehr gute Schussposition und auch noch sehr gering irgendwie Distanz und der Schuss trifft dann eher etwas leichter. Hier würden wir ein Deckungsfeuer geben. Das heißt, der trifft schlechter. Und wenn er sich bewegt, kriegen wir einen Reflexschuss. Das ist sehr gut. Das heißt, er hat niedrige Chance zu treffen und begibt sich gleich mal in Deckung. Okay, das werden wir vielleicht irgendwie. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. 85%. Dadurch, dass ich eine erhöhte Position habe, zwei Stockwerke, also. Entschuldigung. Für jedes Stockwerk. Katze sitzt übrigens vom Mikrofon. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu leise die ganze Zeit. Pro Stockwerk ist es ungefähr 10%, also es gibt immer auch halbe Stockwerke und das waren jetzt zwei Stockwerke und ein halbes Stockwerk braucht immer 5%, also haben wir hier plus 20%, noch dazu ist er flankiert, das heißt, wir werden das auf jeden Fall machen, weil wenn sie, ja, man kann auch 85% Schüsse daneben hauen, das geht auch, das ist zwar nicht optimal, aber kein Problem, also. Gut, was machen wir jetzt, haben wir hier Schuss? Schuss mit ihm. 8%. Was ist da los? Volle Deckung und Indeckung. Ah, okay, ja, das ist natürlich nicht so gut. Na gut, dann werden wir Folgendes machen. Wir werden uns gleich hier herstellen. Das etwas näher und wieder unsere Feldpostenfalle aufbauen. So. Wenn wir ihn nochmal. Wir können ihn nicht nochmal entdecken, deswegen wir haben zu wenig Munition dafür. Theoretisch könnten wir hier. Wir werden das vielleicht sogar machen. Das heißt, ich müsste mich aber entscheiden, bevor ich mit Linux reinlaufe und den Killer hasche. Wir machen das einfach so. Habe ich schon nachgeladen jetzt bei. Nein, habe ich nicht. Aber es geht sich trotzdem nicht aus, dass ich hierher komme. Das heißt, ich kann das Mail auf keinen Fall einsammeln. Naja, gut. Dann werde ich noch probieren, von hier vielleicht den zweiten hier. Das könnte sich auch ausgehen. Weil theoretisch müsste ich dann mit der Rakete trotzdem noch
beide treffen können, ohne Linux Schaden zu machen. Ja. Also selbst wenn Linux jetzt daneben schießt. Down. Okay. Double Kill. Yeah. Okay. Das war's. Zumindest mit der ersten Begegnung. Wir werden uns gleich mal vorbereiten auf die nächste. Im Laufschritt. Oh, was ist hier los? Das ist ein alter Animationsbug, der manchmal vorkommt. Wo werden wir mit ihm hingehen? Auch ihn werden wir unten irgendwo hinstellen. Optimal stehen sie nicht. Ja, wir stehen noch hier. Okay. Also den letzten Mehlkanister können wir, also den ersten Mehlkanister können wir nicht retten. Schauen wir mal, was sonst noch alles hier los ist. Aber wir haben schon zumindest mal zwei Gegnertruppen beseitigt. Ziemlich einfach sogar. Wir werden jetzt auch unseren Sniper wahrscheinlich oben aufbauen. Dafür brauchen wir zwei Runden, weil eineinhalb Runden um hinzugehen und eine Runde um nachzuladen. Das heißt, wir werden es etwas langsamer angehen hier, damit Linux nicht allzu weit vorrücken. Hier haben wir Volldeckung, das ist noch ganz okay, das sehen wir noch nicht allzu viel. Sehr schön, werden wir auch nachladen. Auch mit ihr werden wir, mit Marie, gehen wir nur hierher. Und nächste Runde dann. Hier sehen wir schon einiges vom UFO selbst, das ist hier nämlich auf einem benachbarten Hochhaus heruntergecrashed. Gehen wir hier noch hin oder tun wir nachladen? Wenn, dann gehen wir nur hier hin. Decken wir nämlich nicht allzu viel aus. Schön. Bin ich nämlich noch Sichtlinien geschützt. Oh, da hinten ist noch etwas. Oh, hallo. Also ich habe sie nur in Bewegung gesehen und nicht, wie sie fertig geladen sind. Deswegen sind sie noch nicht aktiv. Beziehungsweise sie sehen mich natürlich auch noch nicht. Gut, das heißt, wir stellen unseren Sniper hierher. Er sieht sie nicht, er ladet nach. Sehr gut. Dann werde ich wahrscheinlich... Hier werde ich sie sehen können. Das ist nicht gut. Ich will sie nämlich diese Runde noch nicht aufdecken. Warten wir noch eine Runde hier. Stell mich mal hier, ja. Ja, hier sehe ich sie noch nicht. Kann sie aber vielleicht dann noch irgendwann sehen. Marie, wo stellen wir dich hin? Hier ist eine schlechte Idee, dass sie sich sicher. Ziemlich sicher sogar. Das heißt, wir stellen dich hierher. Auch hier ist die Chance relativ hoch, dass sie sich sieht. Das heißt, ich stelle sie hierher. Ich dachte eigentlich, sie sind etwas weiter hinten noch geblieben. Na, ist okay. Dann werden wir hier mit 3 mal volle Deckung in Anspruch nehmen. Linux vorbereiten, um vorzustürmen. Auch Feldposten zu machen. Und auch hier werden wir die Ecke besetzen und Feldposten machen. Falls sie sich doch noch vortrauen. Was jetzt passiert? Sehr schön. Michael. Daneben. Schade. Aber sie sehen mich nicht. Glaube ich zumindest. Aber ich sehe sie natürlich auch nicht. Was natürlich jetzt einiges an Problemen bringt. 86% muss ich nehmen. Viel besser wird es nicht gegen einen fliegenden Gegner. Ja. Und ich sagte eigentlich, dass Sniper etwas nützlicher werden, wenn sie Truppsicht haben. Normalerweise ist das auch so. Irgendwie hält sich Roland nicht daran. Schauen wir mal, ob wir das besser hinbekommen. Oh. Reflexschuss ist... Autsch. Aua. Aua. Ist nicht gut. Gut, okay. Was machen wir jetzt? Können wir hier... irgendwie... das schaut nicht gut aus. Das schaut sehr schlecht aus. Gut. Hier wahrscheinlich auch nicht. Wir haben keinen mehr. Genau. Gut.
Wie viel haben wir? 61, das ist auch nicht optimal. Also ich sollte mich eigentlich verstecken. Oder ein besser angreifbares Ziel für die Aliens hergeben. Das probieren wir auf jeden Fall mal. Auch das geht daneben. Michael trifft heute nicht. Dann werden wir hier noch Feldposten einrichten. Es ist zu weit weg noch, aber... Das machen wir mit Marie. Wir werden Marie hier herstellen und volle Deckung in Anspruch nehmen und dann Linux zurückstellen hier. Ich hätte ihn gern geheilt diese Runde noch, aber es ist wahrscheinlich besser, ich stelle ihn so hin, dass sie ihn nicht finden können. Schön. Also irgendwie treffe ich den gar nicht, oder? Wie ist denn das jetzt? Was soll denn diese Scheiße hier? Zumindest trifft er auch nicht. Oh! Hallo! Das ist jetzt, hat von der Distanz daneben geschossen? Okay. Na dann. Okay. Wir müssen schauen, dass wir unsere Chancen hier verbessern. Deswegen werden wir etwas Distanz noch. Es hilft irgendwie nichts. Gut, er sieht gar nichts. Von hier vielleicht. Ich muss nämlich den ersten von unten irgendwie töten können. Endlich! Gut, weil ich muss den zweiten von oben irgendwie. Decker. 58% ist nicht optimal. Ja, das ist schon besser. Linux kann ich sowieso nichts anstellen jetzt diese Runde mal. Das heißt, er wird sich heilen. Es war irrsinniges Glück, dass unser Sniper nicht getroffen wurde. Oh, bleibt nur mehr Naundorf. Feldposten einrichten und jetzt schauen wir mal, was wir hier anrichten können. 90%. Ich stehe nicht in Deckung gegen ihn. Kann mich aber hierher in Deckung bewegen. Was auch eine gute Idee war, weil Rollout trifft nicht mal 90% Schüsse. Was ist er für ein Sniper? Auf das habe ich auch spekuliert. Das hilft nichts. Das heißt, Rollout wird wohl sehr schwer verletzt werden oder sterben jetzt. Aus der Distanz. Ja. Okay. Unser erster Verlust. Nicht ganz so angenehm, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Mission. Die beiden Schweber machen mir ganz schön das Leben schwer. Sehe ich ihn von hier? Ja. Ich muss jetzt mal treffen. Ja, sehr gut. Okay. Unser erster Verlust war ein Scharfschütze, der keinen einzigen Schuss, glaube ich, getroffen hat in seiner Karriere. Ich weiß nicht, ob das so ein großer Verlust ist jetzt. Auch wenn das bedeutet, dass ich jetzt momentan gar keine Scharfschützen habe. Was durchaus zum Problem werden könnte. Weil ich Scharfschützen sehr gerne verwende. Na gut. Schade, schade. Da ist die Stimmung jetzt doch etwas gedrückt. Na gut, schauen wir mal, vielleicht wieder Marie auch zum Scharfschützen, auch wenn sie nicht besonders gut getroffen hat. Sollten nicht mehr viele Gegner sein. Vielleicht ein Trupp noch und der Commander. Auf dem Weg. Verstanden, ich habe alles im Blick.
Ich kümmere mich drum. So, willkommen im nächstgrößeren UFO. Also wir haben momentan, bis jetzt hatten wir nur diese kleineren UFOs, die quasi aus einem Raum bestehen. Und die größeren haben, ich glaube, zwei Energiezellen sind symmetrisch gebaut. Ich glaube, hier ist eine Energiezelle und quasi symmetrisch weiter drüben auch. Hier ist ein Kommandoraum mit den ganzen Flugcomputern, soweit ich mich erinnern kann. Oder ist das der Eingangsraum? Nein, es müsste der Kommandoraum sein, ja. Und da vorne geht es quasi zu einem Eingangsbereich, wo eine Steuerkonsole steht und so ein riesengroßes Eingangstor ist. Nachdem dort hinten irgendwie Geräusche hergekommen sind, werden wir uns natürlich dort hinten aufstellen. So, wir werden einen, in dem Fall Michael, auf Feldposten lassen. Die anderen werden sich vorbereiten, die Tür irgendwie zu brechen nächste Runde. Im Laufschritt! Schauen wir mal, wer dahinter ist. Ups. Was ist denn hier? Ich will die Tür aufmachen eigentlich. Ah, so. Man muss nämlich immer mit dem Mauszeiger auf die Tür klicken. Ah, da ist er schon. Und manchmal funktioniert das mit den Türen nicht allzu optimal. Und ich habe genug Möglichkeit, mich hier zu verschanzen. Also gleich mal so. Er hat nur halbe Deckung. Ich sehe ihn gar nicht von hier. Das ist natürlich auch gut. Das ist ein Blödsinn. Weg. 100% Trefferchance. Wie aus dem Lehrbuch. Ja, nicht unbedingt wie aus dem Lehrbuch. Wir haben immerhin einen Soldaten verloren. Noch dazu einen sehr wichtigen Soldaten. So, also. Linux ist jetzt auch verwundet, 10 Tage, weil er wurde mit 6 Punkten getroffen. Marie wurde zu einer schweren Angriffseinheit, was nicht toll ist. Ich brauche Sniper. Gut. Linux, was nehmen wir hier? Wir haben neue Fähigkeiten, und zwar Wiederbelebung. Wiederbelebung funktioniert so, dass man theoretisch kann einen Unterstützer mit dem Medikit einen verwundeten Soldaten stabilisieren, dass er quasi nicht ausblutet. Und mit dieser Fähigkeit könnte er ihn sogar wiederbeleben mit 33% der Maximalgesundheit, dass er in der gleichen Mission noch mitkämpfen könnte. Deckungsfeuer schießt er als Salve ab. Die Deckungsfeuer kennen wir ja schon von den bei den schweren Einheiten, auch die Unterstützer bekommen das und bei den Unterstützern werde ich es auch nehmen. Hier Wiederbelebung. Naja, ich nehme in dem Fall Deckungsfeuer, weil Wiederbeleben ist. Wir haben gesehen, wie viel, ich glaube, Roland hatte, glaube ich, 7 HP, glaube ich, und wurde mit 9 getroffen und ist schon gestorben. Also. Die Chance, dass jemand getroffen wird und zwar tot ist, also am Sterben ist, aber nicht ganz tot ist, dass er nicht gar nicht mehr wiederbeleben kann, ist sehr gering. Also das kommt sehr selten vor. Deswegen nehmen wir Deckungsfeuer, weil diese Fähigkeit, die wird fast nie zum Einsatz kommen. So, und nachdem jetzt einer von uns gefallen ist, bekommen wir die Verteidigernadel. Also die bekommt man nur, wenn einer von den... Oh, wir haben nur eine Energiequelle. Ah, die andere war beschädigt, okay. 2 UFO-Computer waren beschädigt. 2 UFO-Computer waren nicht beschädigt, sehr gut. Und eine intakte Energiequelle und Delirium. Sehr viele Legierungen, sehr schön. So, also, wie ist das mit diesem Orden? Die Verteidigernadel bekommen wir nur dann, wenn wir, zumindest glaube ich das, wenn wir einen Soldaten im Kampf verlieren. Ja. Hier gibt es zwei Dinge, die man machen kann. Erstens, verfällt nie in Panik, wenn Verbündete verwundet oder getötet werden. Und Medikits und Heilender Nebel heilen bei diesen Soldaten 2 Trefferpunkte mehr. Das ist eigentlich... Es gibt eine Möglichkeit, wie man diese Fähigkeit verwenden kann. Allerdings
nur bei Mechs, also bei Mechs ist das vielleicht sogar ganz gut, verfällt nie in Panik, ist meistens etwas, vor allem auf den höheren Schwierigkeiten, die Fähigkeit, die man auf jeden Fall nehmen sollte, weil Panik in den höheren Schwierigkeitsgraden deutlich öfter vorkommt und eher die Mission beeinträchtigt. Deswegen, wenn ihr auf höheren Schwierigkeitsgraden als normal spielt, auf jeden Fall die Panikreduktion nehmen, beziehungsweise die Panikimmunität nehmen. Hier, ich werde hier Heilender Nebel nehmen, also die Medikits und Heilender Nebel nehmen, weil ich werde das dann meinem Mech-Soldaten geben und der Mech-Soldat wird dann idealerweise sehr viel Schüsse abbekommen, immer hauptsächlich die Treffer abbekommen und dann vom Medikit deutlich besser geheilt werden können. Also nehmen wir hier mal, normalerweise nehme ich die Panikimmunität, aber in dem Fall, ich habe es noch nie so gespielt, aber ist vielleicht sogar eine gute Idee. Ich kann ihn noch nicht verleihen, weil ich noch nicht weiß, wen meiner Truppe mich als Mech umbauen werde. Deswegen heben wir uns die noch auf. So, und dann schauen wir uns mal das Ehrenmal an. Ja, also. Roland, er hat doch 4 Kills gemacht. Ja. Trotzdem gestorben, 5 Einsätze für einen Sniper, nicht optimal. Jetzt haben wir noch 2 schottische Soldaten, die vielleicht noch zu einem Sniper werden könnten. Gut. Gehen wir ins Lagerzentrum, verkaufen mal unseren Schmarrn, den wir verkaufen können, weil er beschädigt ist. 70 ist gut. Jetzt bauen wir dadurch ein Kybernetiklabor wahrscheinlich. Ich baue ein Kybernetiklabor. 3 Energie, wie viel habe ich? Das müsste ich ausgehen, sehr schön. Heben wir hier aus. Bauen wir vielleicht die Werkstatt hier. Und boah, ich kaufe Gegenstände. Was habe ich zum Bauen und Kaufen? Habe ich sowieso nichts. Satelliten sind schon in Bau. Forschung, wie weit sind wir mit der Experimentalkriegführung? 2 Tage noch. Kaserne. Ich könnte Soldaten anwerben, wenn ich genug Geld hätte. Also momentan nicht. Oh, hier haben wir das erste Mal, dass die Ratsmitglieder irgendwas haben wollen von uns. Und zwar wollen die immer entweder irgendwelche Gegenstände, in dem Fall Pulsbogen, oder irgendwelche Waffen von Aliens oder irgendwelche bestimmte Waffen von uns. Und dafür bekommen wir da irgendwas. Meistens ist der Handel sehr, sehr gut. In dem Fall, dadurch, dass ich keine Wissenschaftler brauche, zumindest nicht so dringend, ist der Handel sehr schlecht für mich, weil ich will keine 2 Pulsbogen, also 3 Pulsbogen bauen, weil einen brauche ich ja sowieso noch für mich selbst. Das heißt, ich werde die Anfrage mal ignorieren. Sie ist sowieso 20 Tage aktiv, das heißt, ich könnte vielleicht nächsten Monat sie noch, aber ist jetzt nicht so wirklich tragisch. So, erweiterte Experimentalkriegsführung fertig erforscht. Das heißt, wir bekommen jetzt nicht viel Zeug. Und zwar erstens Schnitterpatronen. Das sind, die muss man in einen Ausrüstungsslot stecken und die richten Zusatzschaden an, verringern allerdings die Zielsicherheit. Das ist vielleicht bei Sturmeinheiten ganz gut, bei anderen Einheiten würde ich es nicht empfehlen. Dann bekommen wir die Geseihe, die wir relativ bald bauen werden, hoffentlich. Dort können wir Sachen erforschen, die unsere Truppen betreffen, also taktische Halterungen, wo wir mehr Gegenstände einstecken können, Servomotoren für unsere Mechs, dass sie sich schnell bewegen und so weiter und so fort. Dann können wir auch noch Phoenix-Kanonen für unsere Abfanggänge bauen und wir bekommen die Blendgranate zum Bauen. Mit der kann man Gegner verwirren für eine Runde und das verringert die Zielgenauigkeit der Gegner und auch die Bewegung der Gegner. Das heißt, sie können nicht allzu weit weglaufen und sie zielen deutlich schlechter. Außer robotische Einheiten und gegnerische Einheiten mit fortgeschrittenen Psy-Kräften sind immun dagegen. Ich werde das vielleicht sogar verwenden, um den UFO-Kommandanten mal einzufangen, weil das sonst eher schwer ist. Und jetzt werden wir Alien-Nav-Computer erforschen. Ich hebe mir die Strahlenwaffen deswegen noch auf, weil Alien-Nav-Computer bedeutet, wenn ich die erfolgreich erforsche, kann ich nächstes Monat einen Satelliten-Nexus bauen, mit dem ich 4
statt nur zwei Satelliten hochschicken kann und mit dem Gebäudebonus, also dem angrenzenden Gebäudebonus, dann insgesamt sogar fünf. Das heißt, ich werde das machen und mit. Es hat dann noch mehr Auswirkungen später, aber dazu später vielleicht mehr. Wir könnten vielleicht auch schon das Plasmagewehr forschen oder die Energiequelle, aber die Energiequelle werden wir vielleicht sogar machen, weil wir relativ schnell Strom brauchen werden dann. Und mit den erforschten Energiequellen können wir, glaube ich, dann verbesserte Kraftwerke bauen. Aber dazu später mehr. Zuerst mal die Flugcomputer. So, das nächste ist das Satellitenkontrollzentrum. Allerdings werde ich vorher wahrscheinlich eine Mission haben. Schauen wir mal, wie es unseren Soldaten geht. Okay, zumindest unsere zwei. Unser eine Sturm. Wo ist unser zweiter Sturm? Oh, ist auch so lang verwundet. Oje. Das wird eine interessante Mission in nächster Zeit. Okay. Echt zum Scheißen hier. Gut, schauen wir mal, was die nächste Mission ist. Commander, der Rat möchte Sie sprechen. Die sichere Übertragung startet jetzt. Das dachte ich mir fast. Gut. Zweifelhafte Freunde, auch das ist eine Story-Mission. Hier bekomme ich dann auch als Belohnung nicht nur Wissenschaftler, Ingenieure und 200 Credits, sondern auch, was hier nicht angegeben ist, einen zusätzlichen Soldaten, und zwar eine schwere Einheit, die noch dazu auf dem Rang Lieutenant, glaube ich, startet. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Schauen wir mal, wen wir mitnehmen. Das Problem ist, wir werden unbedingt einen Sturm mitbrauchen und wir werden unbedingt einen Unterstützer auch mitbrauchen. Und einen Rookie brauchen wir auch mit. Gut, die Mission wird deswegen sehr, sehr spannend werden. Wo ist mein tolles Assault Gap? Ist das Richtige? Ich glaube schon, oder? Nein, das ist es. Genau. Dann haben wir, okay, Gegenstände abgeben. Ups, ich wollte natürlich. Aiko wird unser Healer. Den Pulsbogen werde ich die Mission nicht mitnehmen, auch wenn sich die Mission eher dazu eignet, um Gegner einzufangen, weil es wieder eine Story-Mission ist und die Spawnpunkte der Gegner fast vorgegeben sind. Was ich hier vor allem brauche, ist hier eine Nanofaserweste. Vielleicht für Shen, der hat 70. Wie viel hat er? 67. Ich werde Shen hier das Scope geben, also das Zielfernrohr. Dann habe ich 80 Zielsicherheit mit Shen und mit Soloviov. Okay, Soloviov werde ich die Nanofaserweste anziehen, damit er eher weiter vorne steht und ja, zumindest habe ich die Idee dazu. Ja, und unser Recruit McCloud wird mit der Granate werfen, hoffentlich irgendwann, oder sterben. Wir werden es dann sehen. Optimal ist die Zusammenstellung für die Mission nicht, weil vor allem in der Mission, wie bei allen Story-Missionen, Sniper, vor allem wenn sie Truppsicht haben, sehr, 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 sehr gut sind. Ich bekomme vor allem deswegen Beträge, weil ich unbedingt dann einen Sniper brauche, jetzt in nächster Zeit, so schnell wie möglich. Oh, das wird schlecht. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht zwei Rekruten hier mitnehmen sollte. Ja, machen wir das. Machen wir zwei Rekruten. Ich werde hier Aiko einstellen. Und den zweiten meinen letzten Rekrut mitnehmen. Und einen der beiden Rekruten werde ich mit. Ich habe keine Weste mehr. Achso. Natürlich ist die noch bei Mikael. So. Recruit McIntyre. Okay. Ich werde versuchen, mit beiden Rekruten Abschüsse zu bekommen und den Rest irgendwie mit unseren halbwegs. Haben wir eigentlich hier die zweite Rakete? Nein, verdammt, wir haben. Schwamm. Die zweite Rakete wäre nämlich in der Mission auch ganz gut. Okay, kann man nichts machen. Also, mit dem eher klein geratenen Squad und nur mit Naundorf von unseren bekannten Truppen
werden wir uns nächstes Mal der Ratsmission Zweifel auf der Freude stellen. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.